Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wie immer mal wieder nur die fantastischsten Menschen der Welt zusehen. Ja, du bist gemeint, Laura. Mhm. Auch du, Fabienne. Fabienne, neuer Name. Fabienne, willkommen. Fabienne und Wild Guess, habe ich nicht gelesen, aber wenn Gregor zuguckt. Bro, wie cool wäre das denn? Wenn einfach jemand von euch, Gregor, der hat studiert, Gregor. Haben wir einen Gregor? Wenn ja, du bist ein studierter Mann. Du bist ein studierter Mann, genauso wie Sabine. Sabine auch schlau studiert. Fachhochschulangestellte vielleicht sogar. Ich weiß es nicht. Wir sind aber angekommen bei dem nächsten Track auf dem Bad Moms Album. Mit Zimmer allein haben wir einen Track, der sich ein bisschen ruhiger anhört. Zimmer allein gibt mir ruhigere Vibes. Ich bin gespannt. Bis jetzt das Album unfassbar vielseitig. Einige Tracks könnten gar nicht, weißt du, wer ich bin und checkst du, unterschiedlicher sein. Aber gerade das zeichnet das Album bis jetzt aus. Wir haben ein bisschen Gesang auch bekommen, was mich sehr gefreut hat. Deshalb bin ich jetzt umso gespannter, reinzuhören bei Zimmer allein, Freunde. Ich hoffe, ihr habt Bock. Checkt gerne die Albumbox aus, in der Beschreibung verlinkt. Und lasst einen Daumen nach oben da und schreibt schon mal einen kleinen Kommentar vielleicht, wenn ihr wollt. Ich brauche wieder Kommentare heute Abend zum Einschlafen, zum Lesen. Deswegen schreibt gerne welche rein. Genau so. Oder eher am Handy tippen. Jetzt gerne. Ich lese alle durch und beantworte auch ein paar. Und ja, beziehungsweise wenn ihr eine Frage habt, beantworte ich sie auf jeden Fall. So, jetzt hören wir rein, Zimmer allein. Let's go. Hört sich ruhig an, hört sich ein bisschen ruhiger an. Ich bin gespannt. Mhm. Make it jump. Mama hat mir mal gesagt, dieses Leben ist hart und es wird immer so sein. Wir haben schon wieder Gesang. Ich weiß nicht warum, aber ich lieb's, weil ich gar nicht auf diesem Album mit so viel Gesang und auch softeren Songs gerechnet habe. Doch ich komm schon damit klar, schreibe tausende Parts in meinem Zimmer allein. Wow, geil, geiler Vibe. Auch hier schon wieder so ein bisschen Crow-Vibe. Bleib die ganze Nacht wach, weil mich draußen alles abfuckt. Boah, das ist mein Song. Hat mir mal gesagt, dieses Leben ist hart, doch du bist niemals allein. Geil. Ihr habt schon gesagt, der Song wird mir gefallen. Das ist echt ein Song für mich so. Das hat eine coole Melodie, es ist ein bisschen was Softeres, es hat Gesang, es hat irgendwie auch eine coole Message, so von wegen, draußen fuckt mich alles ab, ich schließe mich ein in meinem Room und mach alles allein. Viele stressen, ja. 24-7, check keine Message, ja. Ich bleib einfach liegen, sie wollen, dass ich rappe, ja. Bieten 20 Riesen, aber ich bleib in meinem Zimmer, schiebe Krise. Manchmal dreht sich diese Welt viel zu schnell wie ein Beyblade. Oh geil, erstmal Beyblade, Kindheit, Beyblade, die wurden bei uns an der Schule verboten irgendwann, genauso wie diese Wrestling-Chips, die wurden verboten, weil wir uns darum geprügelt haben. Es gab Beyblade und Wrestling-Chip-Mafias und ich gehörte vielleicht dazu, aber es darf jetzt nicht sagen, ist noch ein laufendes Verfahren, ja. Dann, aber wichtig, ich krieg echt so Crow-Vibes hier und da, so ein bisschen, oder? Ich krieg ein bisschen Crow-Vibes und ich lieb's. Aber ich bleib in meinem Zimmer, schiebe Krise. Manchmal dreht sich diese Welt viel zu schnell wie ein Beyblade. Schreib ich die, wie's geht, ist das eigentlich ein Mayday? Sind das nur die anderen oder bin ich vielleicht crazy? Oh, ich liebe die Betonungen. Mayday, Beyblade, crazy. Ich weiß nicht warum, aber Betonungen haben es mir angetan. Wie's geht, ist das eigentlich ein Mayday? Sind das nur die anderen oder bin ich vielleicht crazy? Bleib allein, ja. Liebe mein Daydream, ja. Check keine WhatsApp, will nichts wissen von den News. Auch wenn draußen alles brennt, stell mein Telefon auf Mute. Auch wenn Baby. Ey, irgendwie eine coole Einstellung so. Also, was heißt eine coole Einstellung? Aber cool, wie sie es beschreibt. Weil jeder kennt das irgendwie. Wenn einer alles abfuckt und man macht alles, Handy laut, Rollo runter, Fenster zu, bababab, Decke über den Kopf und einfach kurz. Einfach kurz resten, kurz. Heute called, ich bin leider nicht im Mood, aber mach dir keine Sorgen, irgendwann wird alles gut. Oh. Mama hat mir mal gesagt, dieses Leben ist hart und es wird immer so sein. Ey, das ist so groovy und vibey. Doch ich komm schon damit klar, schreibe tausende Parts in meinem Zimmer allein. Oh mein Gott, das ist so groovy und vibey einfach. Das ist so, es ist zwar sehr soft, aber ich mag das halt gerne. Ich mag solche Sachen auch mit Melodie, die so ein bisschen poppiger auch sind und das ist es einfach, das mag ich. Und ich bleib die ganze Nacht wach. Abfahrt. Doch Mama hat mir mal gesagt, dieses Leben ist hart, doch du bist niemals allein. So gut, so gut. Höre nur Sad Songs in meiner Zone. Sie wollen Bad Moms, doch heute komm ich nicht los. Aber auch cool, wie sie sagt, sie wollen Bad Moms, doch heute komm ich nicht los. So. Diesen Struggle, so, wenn man einfach einen Tag off braucht. Und alle sagen, sie wollen Bad Moms, aber nee, heute ist nicht Bad Moms da. Heute bin ich Jordi und die chillt nur alleine im Zimmer kurz mal. Snapshot, einfach so. Doch wie ich drauf bin, lade ich die heute nicht mehr hoch. Lieferant, du kriegst zum vierten Mal einen Anruf, weil ich mir die Welt da draußen heute nicht mehr antue. Für ihre Spiele fühle ich sehr. Mir leider gerade der Schachzug. Keep it low, Baby, heute hab ich keinen Akku hier.
Von dieser ganzen Scheiße brauch ich mal ein Detox. Zu viele Krisen, zu viel Drama, zu viel Teardrops. Ey, zu viel. Ich find's gut, wie sie auch darüber redet so. Dass sie sagt, irgendwann wird halt mal alles zu viel und dann braucht man halt einen Tag off. Das ist ja auch voll normal, so, das kennt jeder. Bestes Beispiel Schulzeit, jeder hatte mal irgendwie ein, zwei Tage aufgebraucht aus der Schulzeit einfach. Und ich will gar nicht wissen, wie stressig und wie fast und wie krass ihr Leben manchmal ist. Deswegen, ich find's cool, wie sie es halt beschreibt. Ey, manchmal kommt Bad Moms nicht raus, da brauche ich halt einen Tag off. Ja, mein Dopamin-Konto ist ein Minus. In meinem Zimmer fühle ich mich wie in einem Iglo. Mama hat mir mal gesagt, dieses Leben ist hart und es wird immer so sein. Geil, Mann, der Beat setzt gar nicht ein, der wird einfach ein bisschen lauter kurz. Doch ich komm schon damit klar, schreibe tausende Parts in meinem Zimmer allein. Und ich bleib die ganze Nacht wach, weil mich draußen alles abfuckt. Doch Mama hat mir mal gesagt, dieses Leben ist hart, doch du bist niemals allein. Also wirklich, ihre Stimmentwicklung ist insane bei dem Album. Gefällt mir sehr gut. Boah. Wir haben so coole Instrumente auch, man. Im letzten Song hatten wir einfach ein Saxophon. Und jetzt haben wir hier wieder so einen schönen Beat. Geil. Bro, das gefällt mir so gut, dieses Album. Gerade weil es eben auch Spielraum für solche Songs gibt, die jetzt vielleicht nicht für die breite Masse so perfekt sind. Sowas wie Checks du so, der wird jetzt nicht krass gestreamt, dieser Song vielleicht. Aber es ist was Softes, was Cooles, was mir ein gutes Feeling gibt und auch eine coole Seite von ihr zeigt. Von wegen, ey, ich kann nicht jeden Tag 100% funktionieren, ich brauche mal einen Tag off. Und dann bin ich halt in meinem Zimmer allein und das ist voll fein so. Nice, ey, hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Wusstet ihr auch schon, ihr Schlingel, ihr wusstet schon, wird mir gefallen. Und fand ich echt schön. Also wirklich, schön beschreibt es und am besten, fand ich schön. Fand ich einfach schön, hat mir ein cooles Feeling gegeben so. Ich bin sehr gespannt, der nächste Song ist der zweite Feature-Song, Golden Dolls heißt der, worauf ich mich sehr freue, den wird es morgen geben. Ansonsten, Friends, wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Lasst mal noch oben da schreiben, ein paar Kommentare, würde mich sehr freuen. Bis dahin, wir sehen uns bald fresh und ciao.